Also Qigong, Zen Qigong, weil das eben in Richtung Meditation geht. Achtsamkeit in Bewegung ist quasi die Vorstufe davon, wie Gehmeditation. Alles, was man in Meditation lernt, brauchen wir bei den Bewegungen. Andersrum macht es wenig Sinn, weil die Aufmerksamkeit nicht so fein wird, nicht so fein geschult wird, wenn ich keine Meditationspraxis habe. Yoga, das ist bekannt, also es ist in der Allgemeinbevölkerung nicht so bekannt, dass das Yoga eigentlich nicht diese Gymnastikgeschichten sind. Ja, sondern das kam, ist auch Yoga, aber es ist nur ein Teil davon. Das Wichtigste ist die eigene Meditationspraxis und einer der Yoga-Wege ist also umfassender. Also ich gehe nicht einmal zum Yoga, sondern ich bin ein Yogi oder eine Yogini, ja, und lebe das. Achtsamkeit den ganzen Tag über und dann halt der Weg, den du am meisten pflegst. Aufmerksamkeit, Gelassenheit oder Freundlichkeit, ne? Oder alle drei zusammen in verschiedener Ausprägung. Das ist eigentlich das, was ich mache, und das wäre in dem Zusammenhang Raja Yoga. Habe ich alles schon gesagt? Aber also es gibt nur wenige, die überhaupt meditieren. Nach Recherche zwischen 3%, also so ungefähr 3% der Bevölkerung weltweit, in Indien mehr von den Erwachsenen und in den USA auch, komischerweise. Sonst weltweit ist so der Durchschnitt bei 3% der Bevölkerung, die in irgendeiner Art und Weise eine sitzende Meditationspraxis haben. Und dann gibt es andere Recherchen, wo an der Erwachsenenbevölkerung ungefähr 15% sind. Das halte ich für zu viel. Die 3 kommen mir schon realistischer vor. Und die Leute, die jetzt zu mir, deswegen einführend, ne, zu dem Zen-Qigong kommen, da gibt es nur ganz wenige, die meditieren. Und die meditieren, sagen häufig, also das ist die Mehrheit, dass sie das vor dem Einschlafen zum Einschlafen machen. Einschlafen ist in Richtung Trance, ist in Richtung, es sei denn, du machst ne, tibetisches oder sonstiges Traum-Yoga oder halt ja, Oneironauten, also klar, bewusst während des Schlafens weiterbleiben. Das, da gibt es aber, glaube ich, noch weniger als meditieren. Dann wäre das, wenn du das normal machst, also als normaler Mensch schläfst, dann ist das mehr eben ein Absinken, das ist keine Aufmerksamkeit. Ne? Und dieses Unaufmerksam ist eins der Hindernisse, ne? Müdigkeit und so weiter. Also es ist ein Abweichen von deinem stillen Sitzen. Also du übst quasi einen Abweg ein, wenn du das immer vorm Schlafen gehen machst. Ich meditiere auch im Bett sitzend vorm Schlafen, aber ich schlafe nicht währenddessen ein, das ist wichtig. Also selbst wenn ich total müde bin, bleibe ich immer noch bis zum Ablaufen meiner 30 Minuten wach. So wach wie es geht, mit Brrr und so weiter, wenn ich wirklich übernächtigt bin oder so. Also haben wir einen Großteil der Leute, der 3%, also 2% der 3% machen das zum Einschlafen. Und viele von diesen 3% nehmen, das ist auch gut, geführte Meditationen zu sich. Das ist Unterhaltung. Möglicherweise führt einen das in die richtige Richtung des Bei-sich-Seins, aber es ist Unterhaltung. Ja. Ihr braucht euch doch nur vorstellen, wie das vor 100 Jahren war. Kein Kassettenrekorder, keine Schallplatte, nichts. Und Mönche haben sich auch nicht hingesetzt und haben die ganze Zeit, das glaube ich nicht. Ja. Also sie machen es heute nicht, soweit ich das weiß. Ist ein bisschen Anleitung, wieder auf den Atem zu achten, und dann war es das. Es gibt schamanische Praktiken,
wo viel an Visualisierung und so eingesetzt wird. Das halte ich aber auch nicht für Meditation, sondern ich halte das für schamanische Praxis. Ja? Also selbst Tonglen und sowas. Es ja? ist alles hilfreich. Wenn ihr das mögt und braucht, macht das. Probiert es aus. Ist gut. Wo es aber hingeht, und das ist eben, hätte ich nicht gedacht, für mit sich still sitzen, ohne irgendwelche Unterhaltung. Keine angeführte Meditation, keine Musik, gar nichts. Was ja schwierig ist, wenn irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Heute ist sowieso der Kakophonietag, also da ist Festchen in der Richtung, in der Altstadt von Köpenick, dann ist, glaube ich, irgendwann im Stadion auch nochmal Großbohai, Fußballspiel, das hört man bis hierher. Manchmal sind hier auch Vögel, denen ist wohl zu warm. Also du hast eh äußere Reize, innere Reize. Oh, mir tut alles weh und so, ne, von dem aufrecht sitzen. Müdigkeit. Und der plappernde Geist. So viel zur Einführung. Also, ich könnte empfehlen, mache ich auch, Atem-Apps, ne, die ihr selber einstellen könnt. Ob dann nun irgendwas nebenbei läuft oder was, also Wellengeräusche oder ich habe hier eine Pentatonik von einem Klavier, kann man aber auch eine Sitar aussuchen oder ein Klassik-Ensemble, also ein Kammerorchester oder was auch immer. Und das dann so für 10 Minuten. Also wirklich mit dem Boxatem oder mit dem 4-7-7-4-Rhythmus einfach erstmal nur zurückkommen auf den Atem mit der Atem-App. Das ist schon gut. Ja, lass das mal ein bisschen länger machen, darauf zu achten, könnt ihr dabei bleiben, 10 Minuten lang. Ja, nur atmen. Haben wir gemacht auf der Wiese. Vorletztes Mal, glaube ich, war das letzte Mal. Das wäre so das, was dem am nächsten kommt. Also da ist eine wiederkehrende Melodie. Kein Stück oder sowas, dem man komplett lauschen kann, sondern es wird relativ schnell eigentlich langweilig. Nur, dass man nicht mehr so aufs Hören achtet, sondern auf den Atem. Und dann im nächsten Schritt die Unterhaltungsmusik weglassen, nur einen Timer, 10 Minuten und auf den Atem achten. Nicht forciert, gar nichts. Und alles, was da euch auftaucht an Hindernissen, das sind eigentlich die Themen, über die man mit jemandem spricht, der das schon kennt. Und wenn das beim Atem einigermaßen gut klappt, also möglicherweise mit Forcieren, ein bisschen spielen, du kannst dich auch bewegen und all sowas. Wirklich das Einatmen, die Pause und dann wieder ausatmen. Und wenn das okay ist, dann wäre der nächste Schritt wirklich sich dann in der gleichen Zeitspanne, 10 Minuten, besser sind 15. Wenn ihr da hinkommt, das wäre gut. Das ist so das absolute Minimum. Eigentlich 30 Minuten. Aber jetzt zum Anfangen, zum Einführen, wirklich mal 10 Minuten einfach bei sich sein. Aufgeschlossen für das, was in dir körperlich, gefühlsmäßig, geistig los ist. Ohne sofort davon vereinnahmt zu werden. Das ist dann schon Meditation. Ne? Nichts großartig erwarten, was da kommen mag und so. Doch schon, aufgeschlossen sein.
in Bezug auf deinen eigenen Körper? Deine Gefühle sind auch körperlich meistens. Emotionen, ja, Gefühle vermengt mit Denkmustern. Oder das einfach dieses Radio, ja, was da andauernd vor sich hin plappert. Ist nicht schlimm. Lass es plappern. Es kommt von selber zur Ruhe. Das ist wie ein aufgeregtes, verängstigtes Kind. Ja. Machen wir jetzt. Wir sitzen mal für 10 Minuten, wenn ich hier diesen Timer eingestellt kriege, still rum. Richtet euch ein im angenehmen aufrechten Sitzen. Müsst ihr nichts aushalten. Wenn ihr die 10 Minuten merkt, ihr müsst die ganze Zeit euren Körper ausrichten, ist das Achtsamkeit auf den Körper. Ist auch okay. Gerade zum Anfang ist das okay. Macht euch da nicht so viel Gedanken drüber. Also nehmt Rücksicht auf den Körper. Seid freundlich, aufmerksam und gelassen dem Körper gegenüber, eurem eigenen. Und damit fangen wir auch an. Also zuerst achten wir auf den Körper. Wie er so vor sich hin atmet. Und wenn ihr wollt, lasst auch die Augen auf. In der Meditation werden sie geschlossen. Ihr könnt euch das ja vornehmen für die nächste, übernächste Session. Es geht hier jetzt erstmal nur darum, die Richtung zum stillen Sitzen langsam zu entdecken. Nehmt Rücksicht auf die Gefühle. Nehmt eure Stimmung wahr. Und wenn Gedanken oder Bilder da sind, nehmt sie einfach wahr. Und lasst sie zur Ruhe kommen. Am Anfang werden sie euch davontragen.
wunderbar einmal für 10 Minuten rumsitzen. Also das, was ihr dann dabei feststellt in euch selber, das ist eigentlich das, worum es geht. Das ist das, worauf man dann achtet und wodurch man lernt. Und 10 Minuten ist mir definitiv zu kurz, aber am Anfang kann es durchaus sein, dass sogar 10 Minuten schon zu viel sind. Die hohe Glocke habe ich mit Absicht laufen lassen. Ich mache das für mich selber zum Beispiel nicht. Aber ihr kennt das vielleicht, dieses hohle Holz, Klangholz. Damit man, wenn man unaufmerksam wird oder sich von den Gedanken oder Bildern forttreiben lässt, dass man wenigstens an diesen Klangholzterminen wach wird und merkt, wow, ich wollte ja eigentlich aufmerksam bleiben, mit mir, bei mir. Okay, das wäre die allererste Einführung ins stille Sitzen. Vielleicht merkt ihr, dass es ziemlich wichtig ist, entweder jemanden zu haben, den man fragen kann, oder eben sinnvoll dann selber zu recherchieren. Das mit dem Affengeist habe ich auch oft gesagt, dass der eigenen Erkenntnis eben im Wege steht. Das ist aber nun dummerweise das, was man lernt. Also man kann zwischenzeitlich versuchen, eine Distanz zu dem aufzubauen, also nicht sofort reaktiv zu sein, das ist auch gut. Aber ich würde empfehlen, mich dann irgendwann aus dieser Distanz wieder zu lösen und wieder vollständig in dieser Sekunde anwesend zu sein. Weil das Merken, Fühlen ist ungeheuer wichtig. Das nicht durch so eine Zeit- oder Gefühlsdistanz zu betrachten, weil das, was dann betrachtet, ist dann wieder das Ego nur auf einer anderen Ebene. Und das Problem ist, dass sich diese Zeitdistanz auch tagsüber einübt. Und im Daoismus, das sind die natürlichen Menschen, es gibt es aber auch im Buddhismus und im Yoga diese Wege, die halt dann eben vollständig im Hier und Jetzt ohne Distanz sind, aber lernen nicht sofort, also zu überprüfen, muss ich dem folgen, und wenn ich dem nicht folgen kann, muss, dann zu lösen sich davon. Ja? Also quasi diese Gedankenbilder schauen, was ist das? Ziehen lassen. Na genau, gucken. Also nicht unbedingt eine Distanz aufbauen. Man kann das testen. Das ist eine gute Zwischenübung. Aber das kommt später. Erstmal 10 Minuten mit euch selber sitzen. Wichtig. Das war's. In einer Stunde, ich bin ein bisschen früher da, in einer Stunde.